Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video, besser gesagt einem ersten Video zu Last Train Home. Eine Stunde Gameplay pur steht an. Und zwar, warum überhaupt? Genau, wir haben ein Spiel nur für den PC, schon mal sehr, sehr ungewöhnlich bei mir. Last Train Home erzählt die Geschichte von tschechoslowakischen Söldnern, die auf dem Weg nach Hause sind nach Beendigung des Ersten Weltkrieges. Und das Ganze ist auch wirklich von der Erzählung, von der Geschichte her sehr gut, zumal ist es eine recht unbekannte Geschichte, zumal die armen Jungs damals ihren letzten Zug nach Hause nehmen mussten über eine gigantische Strecke. Es galt nämlich eigentlich, ja, nach Prag zu kommen, da aber der direkte Weg zu gefährlich war, ging es erst einmal, also geplant war dann, über Moskau und nach Sibirien und dort dann hoffen, ein Schiff nach Europa zu bekommen. Das sollte der gute Weg sein. Und wie gesagt, das ist hier ein wahres Ereignis, um das es geht. Und unsere Aufgabe gilt nun, ja, diese Söldner nach Hause zu bekommen. Das Ganze ist ein Survival-Echtzeit-Strategie-Taktikspiel, das es wirklich in sich hat mit vielen, vielen Optionen. Wir sind hier momentan auf der Steam-Startseite zum Spiel, damit ihr dort schon mal ein paar kleine Infos bekommt zu dem Game. Und wenn man dann hier zum Beispiel liest, empfohlen, spielt sich bis jetzt super. Geschichte scheint sehr spannend zu sein. Technisch gibt es nichts zu meckern. Klare Empfehlung für den Preis. Und ich muss sagen, ich habe es ja natürlich auch schon ein wenig gespielt. Und ich muss sagen, das Ganze stimmt. Wenn auch Echtzeitstrategie normalerweise nicht ganz so mein Ding ist. Ich fühle mich immer dann doch, sag ich mal, besser aufgehoben bei rundenbasierten Kämpfen. Aber wir haben hier eine Pausetaste, die das Ganze halt auch sehr rundenbasiert macht. Dazu kommen diese ganzen Survival-Effekte, weil wir müssen halt unseren Zug upgraden, müssen dafür sorgen, dass uns unseren Leuten gut geht, dass wir genug Nahrung haben, dass wir genug Sprit haben. Ist schon sehr, sehr umfangreich, was uns da abverlangt wird auf alle Fälle. Ich guck mal hier nochmal rein. Hier nochmal gibt es hier weitere Hinweise natürlich hier. Das haben wir eben gerade Anfang schon gelesen gehabt, ne? Das Spiel ist super, Action-Teile sind mangelhaft. Auch das natürlich, ne? Man muss schon Spaß haben an Taktik, ne? An Strategie, an, ja, Survival-Management auf alle Fälle. Und dann gucken wir nochmal auf die Shop-Seite zum Spiel. Das Spiel kostet momentan aktuell, also erstmal sehen wir hier natürlich sehr, sehr gute Bewertungen, ob es jetzt von der GameStar war oder von wem auch immer. Da waren viele, viele gute Bewertungen. Kommen wir mal zurück, bitte. Können wir hier nochmal zurückgehen, dass wir den Anfang sehen hier von den Bewertungen. Da haben wir das Check News 90, nochmal 90, nochmal 90, 90, 90, 8,3, 8,2, 80, 80. Also liest sich wirklich gut, würde ich sagen. Und wenn wir dann hier ein bisschen runterscrollen, zum Preis kommen, momentan 33,99, Einführungsangebot bis 5. Dezember, danach dann 40 Euro. Und damit gehen wir jetzt auch rein ins Spiel. Wie gesagt, wir werden wieder Gameplay pur machen, bedeutet, ich werde das Ganze nicht großartig kommentieren und hoffe da auf alle Fälle euch dann ein bisschen was an die Hand zu geben. In die Option gucken wir nochmal ganz wichtig rein. Ich hoffe, dass ich daran denke, in der Mitte des Spiels umzuschalten. Und zwar bei der Textsprache, Audiosprache, haben wir hier die Möglichkeit, das Ganze auf immersiv zu schalten. Das bedeutet, immersive Sprachausgabe bietet ein authentisches Schlachtfelderlebnis und vermischt Tschechisch, Slowakisch und Russisch. Das bedeutet also, dass dann die ganzen Leute in ihrer, ja, wirklichen Sprache sprechen. Ich stelle jetzt wieder auf Deutsch um, damit wir erst einmal das Ganze hier, ja, wirklich auf Deutsch erleben. Hoffe dann einfach, dass ich daran denke, in der Mitte des Gameplays umzuschalten nochmal die Sprache. Dafür muss ich dann aber zurück ins Hauptmenü. Wir starten eine neue Reise und gehen beim Schwierigkeitsgrad auf die ganz leichte Variante, weil, wie gesagt, ich bin nicht der super Typ für Strategie und Survival und Co. Und man sollte es eigentlich auf Kommandant spielen, wie ihr hier seht. Option für diejenigen, die das Spiel so genießen wollen, wie es gedacht ist. Stelle dich einer Vielzahl von Herausforderungen auf dem Schlachtfeld und hinter dem Schreibtisch und verwalte deine Mannschaft und deine Ressourcen. Und jetzt Erkundungsreise ist eine Option für diejenigen, die riesige feindliche Länder erleben wollen, die in einem Bürgerkrieg verwickelt sind, ohne nach Nahrung und Ressourcen suchen zu müssen. Stimmt nicht ganz, auch hier muss ich nach Ressourcen suchen. Aber ansonsten können wir hier nochmal die ganzen Sachen auch nochmal einzeln wirklich anklicken. Wie wichtig ist der Treibstoff- und Nahrungsverbrauch? Bei 50% das Niedrige ist Schaden am Zug. Spiel vorbei bei niedriger Moral, ein Aus, wie oft es Ereignisse gibt
und auch wie stark der Schaden ist, den wir durch Gegner leiden, wie stark unser Schaden ist, den wir verursachen und so weiter und so fort. Also sehr, sehr gut anpassbar. Und damit geht es jetzt endlich rein ins Spiel. Ich hoffe, ich habe euch hiermit schon mal, ja, sage ich mal, ein wenig helfen können mit dem, was euch jetzt im Gameplay erwartet. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und ja, schreibt mir gerne eure Meinung zum Game, zum Gameplay unten rein. Würde ich mich sehr darüber freuen in den Kommentaren. Ich sag schon mal an dieser Stelle bis hierhin. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goody. Während des Großen Krieges, später bekannt als der Erste Weltkrieg, kämpfte die tschechoslowakische Legion offiziell im Auftrag Russlands und erhielt im Gegenzug Unterstützung im Kampf für eine unabhängige tschechoslowakische Republik. Doch der Erste Weltkrieg brachte enorme Verluste mit sich und hatte Russlands wirtschaftlichen Zusammenbruch zur Folge. Das war der Zündstoff für eine Revolution, die in der Entmachtung des Zaren und einem blutigen Bürgerkrieg endete. Die Bolschewiken stellten die Rote Armee auf, um ihre Vormachtstellung auszubauen und über ein vereintes Russland zu herrschen. Die Weiße Armee formierte sich im Widerstand gegen sie. Die tschechoslowakische Legion sah sich einer heiklen Situation gegenüber. Eine bewaffnete Streitmacht auf fremdem Territorium, ohne klares Treuebündnis gegenüber den Roten oder Weißen. Außerdem wurde die russische Westgrenze noch von anti-tschechoslowakischen Kräften gehalten. Daher lautete der Befehl der tschechoslowakischen Übergangsregierung an die Legionäre, sich neutral zu verhalten und nach Wladiwostok in den Osten zu reisen und von dort mit Schiffen nach Europa überzusetzen. Während der Evakuierung per transsibirischer Eisenbahn wurden die Legionäre dennoch in bewaffnete Konflikte verwickelt, die den Verlauf des russischen Bürgerkriegs beeinflussten. Wir lernen jetzt die fiktive Geschichte von Last Train Home kennen, die von den Aufzeichnungen eines herausragenden Mitglieds der tschechoslowakischen Legion inspiriert ist und als ein wahres Instrument der Geschichte gesehen werden kann. Sie beginnt mit einem ehrgeizigen Hauptmann, der unter dem Befehl von Major Gasnik steht. Der Major befehligt die letzte Einheit der tschechoslowakischen Legionäre, die in einem gepanzerten Zug auf dem Weg nach Wladiwostok sind. Kopf hoch, Hauptmann. Der Zug muss überprüft werden und dann können wir los. Ich habe gehört, dass du damit geprahlt hast, ein besserer Major als ich zu sein. Also, sehen wir mal, wie gut du als Befehlshaber abschneidest. Nehmen wir einen Trupp und verhandeln mit dem einheimischen Müller. Der Rest der Legionäre passt in der Zwischenzeit auf den Zug auf. Befehle? Okay, ich gehe. Gehe in Deckung. Verstanden. Ich rieche Rauch. Das ist nicht gut. Beeilung! Die Mühlen sind zerstört. Zum Glück scheint niemand verletzt worden zu sein. Beeil dich und sammle die Säcke mit Nahrungsvorräten ein, bevor sie aufverbrennen. Ich bin ganz Ohr. Jawohl. Ich kümmere mich darum.
Sind Sie bereit, wie es... Der Krieg ist vorbei. Der Winter naht. Wer um Himmels Willen würde eine Getreidemühle niederbrennen? Wir müssen mit dem Müller sprechen. Der Bauernhof ist in der Nähe. Gehen wir. Jawohl. Neue Befehle? Das kann ich aufbrechen. Ja, ich höre. In Bewegung. Ob das das Haus des Müllers ist? Wenn da drin noch jemand am Leben ist, ist es deine Pflicht zu helfen. Verstanden? Ja, überlass das mir. Da liegt jemand. Jawohl. Willst du mich jetzt auch umbringen? Aber nein. Wir sind tschechoslowakische Legionäre auf dem Weg nach Wladiwostok. Wir wollten Vorräte von deiner Mühle kaufen, aber wir haben sie niedergebrannt vorgefunden. Wer hat das getan? Bolschewiken. Sie forderten unsere Wintervorräte von uns im Namen Lenins. Mein Sohn hat sich geweigert. Wir müssen eine Familie ernähren, sagte er. Also haben sie ihn getötet. Und die Kinder. Ihr Soldaten seid alle gleich. Ihr könnt nur töten. Geht einfach und lasst mich in Ruhe sterben. Wenn die Bolschewiken Nahrung wollten, warum haben sie dann die Mühle mitsamt den Säcken verbrannt? Es hat sich nie um Nahrung gedreht. Das ist deine Belohnung, wenn du eine Zusammenarbeit mit der Roten Armee ablehnst. Die Roten, die den Bauernhof niedergebrannt haben, wissen vielleicht nicht, dass wir hier sind. Aber wir können nicht den Zug riskieren. Suche eine gute Stelle, um die Bahnstrecke auszukundschaften. Wenn es Ärger gibt, sind wir wenigstens vorbereitet. Ja, ich höre. Verstanden? Jawohl. Auf deinen Befehl. Sicher doch. Schicke jemanden mit einem Fernglas auf den Vorsprung. Ein Kundschafter. Ja. Jetzt, Hauptmann. In Bewegung. Suche Deckung. Da, die Roten haben die Familie des Müllers getötet und alles niedergebrannt. Sie verdienen den Tod. Halte dich zurück, Soldat. Die Rote Armee wird sich für Verbrechen an ihren eigenen Landsleuten verantworten müssen, aber nicht für Verbrechen an uns. Wir sind noch auf russischem Territorium und haben noch einen weiten Weg vor uns. Wir wollen uns keine Feinde machen. Ganz zu schweigen von möglichen diplomatischen Zwischenfällen, die unsere neue Republik gefährden. Genug der Worte. Zurück zum Zug. Vielleicht finden wir unterwegs noch mehr Vorräte. Auf deinen Befehl. Jawohl. Neue Befehle? Verstanden. Unsere Soldaten haben schon lange nichts mehr zu tun gehabt. Wie wär's mit ein paar Zielübungen auf Vogelscheuchen? Ja, so gut wie erledigt. Ich bin ganz auf deinen Befehl. Waffe im Anschlag. Das sind keine Vogelscheuchen. Das sind ausgestopfte Hexen. Vorsicht vor Baba Yaga, der Mutter aller Hexen. Weniger reden, mehr schießen. Sicher doch. Ja? Das kann ich aufbrechen. Ich bin bereit.
Geht klar. Geht klar. Was ist? Angriff. Aha, jawohl. Verstanden. Nimm das, Baba Yaga! Ja, ich höre. Verstanden. Auf deinen Befehl. In Bewegung. Wir Legionäre lassen niemanden zurück. Bring den ganzen Trupp hierher, bevor wir den Abmarschbefehl erteilen.
irgendetwas stimmt nicht. Hier ist es zu still. Rückt aus, aber haltet eure Augen und Ohren offen. Auf dein Kommando. Jawohl. In Bewegung. Geht klar. Die Roten haben ein paar Dorfbewohner am Leben gelassen. Ich glaube, sie brauchen Hilfe. Ja? Du stehst das durch. Ja, ich höre. Neue Befehle? Befehle? Mal schauen, was da drin ist. Wir sind tschechoslowakische Legionäre auf dem Weg nach Vladivostok. Kannst du uns sagen, was hier passiert ist? Die Rote Armee kam hierher, um zu rekrutieren und Proviant zu besorgen. Wir sagten ihnen, sie sollen gehen, aber sie lachten nur und nahmen sich alles, was sie wollten. Sie töteten jeden, der Widerstand leistete. Wir haben Lastwagen voller Artilleriegeschosse gesehen, die Richtung Fluss gefahren sind. Meine Schwester lebt dort. Ich bin krank vor Sorge. Wir brauchen Hilfe. Wir wollten hier Vorräte tauschen und nicht in russische Angelegenheiten gezogen werden. Aber die Roten haben uns schon zuvor angegriffen und sie führen hier sicher nichts Gutes im Schilde. Das Risiko für den Zug ist einfach zu groß. Daher müssen wir gehen und herausfinden, was da los ist. Es sieht so aus, als hätten sie die Brücke sabotiert. Wir müssen sie reparieren, wenn wir sie überqueren wollen. Im nahegelegenen Lager gibt es Werkzeug und Baumaterial. Gleich da drüben. Ja? Okay, ich gehe. Verstanden. Geht klar. Gesichtet! Jawohl! In Bewegung! Okay, ich gehe! Schon unterwegs. Ja. Ich sehe es mir an. So überrascht sich ja doch. Хорошо. Neue Befehle? Ich schau mal, was da ist. Ja, ich höre. Jawohl, wird erledigt. Waffe im Anschlag! Auf deinen Befehl! Eine kluge Entscheidung. Was ist? Wird eingesetzt. Die Position ist sicher. Jawohl. Ja?
Gehe in Stellung. Jawohl. Verstanden. Bin unterwegs. Jawohl. Gehe in Stellung. Der Feind hält anscheinend eine sichere Verteidigungsstellung in voller Deckung. Wenn wir keine Reichweite oder Handgranaten haben, müssen wir die Stellung stürmen. Ich dachte, ich habe etwas gehört. Stoi na mieste! Bin unterwegs. Neue Befehle. Erwarte Befehle. Na los! Stay up! Bereich gesichert. Befehle? Wenn du das sagst. Neue Befehle? Ich schau. In diesem Ort wimmelt es von Roten. Wir sollten versuchen, so lange wie möglich unentdeckt zu bleiben. Aber es darf keiner aus Versehen feuern. Gewehrschüsse eignen sich nicht für einen Hinterhalt. Jawohl. Ja, verstanden. Ich bin ganz Ohr. Ich sehe es mir an. Feind gesichtet. Neue Befehle? Verstanden. Feind gesichtet. Schön sachte. Ruhe in der Hölle, Kamerad. Ich bin bereit. Gehe in Position. Ja. Ich gehe. Hier! Kannst du behalten!
Gut, nachdem das schmutzige Geschäft erledigt ist, sehen wir mal, wie schlimm die Dinge stehen. Geh in Deckung. Ja. Einsatzbereit. Mal sehen, was da ist. Hier ist ein Reparaturset. Wir haben alles, was wir unmittelbar zum Reparieren der Brücke brauchen. Einsatzbereit. Geht klar. Wenn hier in der Nähe ein Wachturm ist, sollten wir ihn einnehmen, damit wir eine bessere Rundumsicht der Umgebung haben. Okay, ich gehe. Mhm. So bereit, wie es nur geht. Ich schau mal, was da ist. Ja, ich gehe. Verstanden. Ich gehe. Ja. Das müssen die Lastwagen für den Transport der Artilleriegeschosse sein. Wir müssen sie aufhalten. Es gibt nichts, was eine Granate nicht stoppen könnte. Wir müssen uns nur vergewissern, dass wir ausreichend Abstand zur Explosion einhalten. Mhm. Bin unterwegs. Hier bin ich. Ja, verstanden. Ja, jawohl. Was gibt es? Ich gehe. Jawohl. Hier, kannst du behalten. Die Brücke scheint für einen Hinterhalt perfekt geeignet. Bevor wir weitermachen, sollten wir herausfinden, was uns auf der anderen Seite erwartet. Hat jemand ein Fernglas? In Bewegung. Ich bin bereit. Du stehst das durch. Jawohl. Das kann ich machen. Ja, ich höre. Ich sehe es mir an. Feindkontakt. Sie wissen, dass wir hier sind. Sie werden hinter uns her sein. Wir machen das Maschinengewehr schussbereit und heizen ihnen so richtig ein. Bereit. Ja? Gehe in Deckung. Die Stelle ist gut.
Da sind sie! Stellung behaupten! Bereit! Geh in Position! Der Rest der Truppe wird nicht so dumm sein, uns anzugreifen, nachdem sie ihre Kameraden auf der Brücke haben sterben sehen. Also starten wir einen Artillerieschlag und lassen die Bastarde für ihre Verbrechen bluten. Ja, ich höre. Ich sehe es mir an. Was für eine Explosion! Wir sind hier, um Vorräte für unsere Reise zu besorgen. Wir holen sie und verschwinden dann von hier. Ich fühle mich schlecht, wenn ich die Vorräte nehme. Die Roten haben sie sicher von den Dorfbewohnern gestohlen. Die Dorfbewohner sind tot. Und das sind wir auch bald, wenn wir nicht in die Gänge kommen. Einsatzbereit. Ich sehe es mir an. Befehle? Wer es findet, darf es behalten. Wir können Stoff für Uniformen und Decken gebrauchen. Wir werden im tiefsten Sibirien sein und... Und der Winter naht. Na los, weiter. Ich warte. Ist das Kohle? Gut. Treibstoff ist der wertvollste Rohstoff auf unserer Reise. Ist nicht Nahrung der wertvollste Rohstoff? Natürlich. Am nächsten Betriebswerk sollten wir eine Lokomotive kaufen, die von Bären angetrieben wird. Vielleicht können wir auch Bären verbrennen, um im Zug auf unserer Fahrt durch Sibirien zu heizen. Ich sehe es mir an. Ja. Gehe in Position. In Bewegung. Jawohl. Ja? Jawohl. Wer auch immer die ganze Munition zurückgelassen hat, muss im Umgang mit Bajonetten sehr erfahren sein. Also, wenn mein Maschinengewehr keine Munition mehr hat, ist es eine reine Last. Ich würde Artillerieunterstützung anfordern. Verstanden.
Thank you.
Was zum... Major, der Zug rast mit Höchstgeschwindigkeit auf uns zu. Verdammt, die Roten wollen uns rammen. Legionäre, festhalten! General Morozov. Ich wusste, wir sehen uns wieder. Sie sind ein Lügner und Feigling. Wieso? Sie zerstören einen Zug mit Kriegsheimkehrern, ohne dass Krieg zwischen unseren Nationen herrscht. Erlauben Sie mir, Sie zu erinnern, dass ich Ihnen eine Wahl ließ, Major. Legen Sie die Waffen nieder und Sie können Sibirien in Frieden durchqueren. Mehr als fair, und das Angebot steht immer noch, ohne den Zug. Befehlen Sie jetzt Ihrer Einheit die Kapitulation. Sie wissen, dass ich das nicht tue. Treu bis zum bitteren Ende. Ich respektiere das. Möge Gott Ihrer Seele gnädig sein, Bruder Gazdik. Hauptmann Langer soll kommen. Er muss einen Plan haben, uns nach Wladiwostok zu bringen. Sie haben Major Gazdik ermordet. Wir können das nicht unbeantwortet lassen. Čo to? Major, ten vlak sa rúti plnou parou priamo proti nám. Do pekla, červený do nás tu naraziť. Legionári, pripravte sa! G.
generál Morozov. Měl jsem pocit, že se opět setkáme. Jste klamár a zbabelec. Jak to? Zničit vlak plný vojakou na cestě domů, keď naše národy mezi sebou nebojují. Dovolte mi připomenout, že jsem vám dal na výběr, majore. Když složíte zbraně, můžete si Sibiř překročit míru. Je to víc než spravedlivé a ta nabídka pořád platí. Ovšem bez vlaku. A teď své jednoce neříte, aby se vzdala. Víte, že to neurobím. Věrný až do horského konce. To respektuji. Bůh žehnej vaši duši, bratře Gazdíku. Sužente, kapitána Langera. Musíme se dostat do Vladivostoku. Zavraždili majora Gazdíka. Toto nemůžeme nechat bez odplaty. Připravenější už nebudu. Podívám se. Nepřítel. Vaše rozkaz, jdu do krytu. Hledám kryt. Nepřítel. Co zděs? Rozkazy? Tu přiběj. Vaše rozkazy, pane? Ano. Připraven, pane! Ano. Čekám na rozkazy. Poslouchám. Připravený. Idem do útoku. Ano. Ideme! Přesně tak, pane. Žádné další už nevidím. Vašero, vyrážám. Kryjem se. Poslouchám, pane. Podívám se. Vidím nepřítele. Ano, pane. Ano. Ano. Připraven, pane. Čekám na rozkaz. Už jdu. Počúvam. Pane? Podívám se. Připraven. Rozumím. Tak se podíváme, co tam je. Nepřítel!